ist schon mega verrückt, hier bei dem Video meine total versaute Werkstatt zu zeigen. Aber das Video geht darum, dass wir 100 Abonnenten mit dem Kanal gesprengt haben. Leute, ich bin so happy, dass das ankommt und dass da geliked wird und Kommentare geschrieben wird. Das freut mich megamäßig. Der Hintergrund war ja, dass ich den Kanal gemacht habe, weil die ganzen Pool-Themen viele Leute gar nicht interessiert haben. Und ganz ursprünglich hatte ich ja echt Bock, oder eben immer noch, so einen Heimwerker-Kanal zu machen. So Eigenheim und ein bisschen was bauen und hier was reparieren und da was für die Kinder herstellen. Das war so die Inspiration. Und damals war letztens Bastel einer, der mich echt lange begleitet hat. Und ich irgendwann gedacht habe, während ich hier an dem Haus Projekte hatte, so Mensch, echt, wenn ich doch nur Zeit hätte und das machen würde mit dem Kanal. Und dann war es echt, ich habe gedacht, einfach machen, das hat er immer gesagt, das sagt er auch immer noch. Und ich dachte so, ey komm, das machst du jetzt auch, gib Gas, mach einen Kanal. Ich bin echt froh, die 100er Marke gesprengt zu haben. Und jetzt brauche ich deine Hilfe, denn mit den 100 Abonnenten kommen ein paar Funktionen dazu. Und eine Funktion ist zum Beispiel, dass ich die URL anpassen kann. Ich weiß noch, als ich damals mit dem Pool-Kanal die 100 gesprengt habe und mich megamäßig gefreut habe, habe ich dann auch überlegt, ich wollte immer Tom Tut, weil das ist quasi der Künstlername, sage ich jetzt mal. Eigentlich heiße ich ja Thomas und nicht Tom, aber sei es drum. Und ich habe dann youtube.com/TomTut. So, das kann ich natürlich jetzt nicht nochmal verwenden. Und ich habe mir überlegt, deswegen auch tomtut.de ist eine Seite, da steigt man ein und dann kann man sich dann aussuchen, Heimwerker oder Poolthemen. Auf jeden Fall heiße ich ja dann auch da TomTut, zweimal. Wie kann ich jetzt den zweiten Kanal nennen? Ich habe ein paar Ideen. Die lasse ich jetzt einfach gleich mal hier durchs Bild durchfahren und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir in die Kommentare schreibst, was dein Favorit ist, oder vielleicht fällt dir sogar was komplett Neues ein, wo du sagst, hey, da hast du noch gar nicht dran gedacht, benutz das. Damit ich dir die Zeit vertreiben kann, während du jetzt überlegst, was du mir als Tipp geben kannst, wie ich das machen kann, räume ich diese Werkstatt hier auf. Ich stelle die Kamera jetzt in die Ecke und räume diesen ganzen Mist auf. Übrigens zeige ich dir am Ende noch einen ganz kurzen Sneak Peek in meinen kleinen Heimkinoraum drüben. Will ich mal, laufe ich kurz noch mit dir durch am Ende des Videos, also schalt nicht ab. Ich lasse jetzt durchlaufen, ich rede viel zu viel. Ich räume jetzt hier auf innerhalb von Sekunden für dich und ja, ich bin gespannt, was in den Kommentaren steht. Das sieht schon viel besser aus, oder? Es geht ja gar nicht ums Umräumen, sondern einfach mal wieder hier sich bewegen zu können und ein bisschen durchatmen zu können. Und genau das ist jetzt auf jeden Fall der Fall. Für die Zangen da hinten, da werde ich nur noch was bauen müssen. Dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Dann machen wir hier irgendwas hin. Und jetzt will ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Ein bisschen ein Angebertrick. Und zwar den Kabelbinder wollte ich erst wegschmeißen. Da habe ich gesagt, nee, wenn ich jetzt gleich mit dem Zeitraffer durch bin, zeige ich euch das. Man kann so ziemlich jeden Kabelbinder einfach wieder aufmachen. Und zwar ist da so eine kleine Nase drin. So. Zwar ist da eine kleine Nase drin, nimmst du den kleinen Schraubenzieher und dann kannst du die reindrücken und dann kannst du den Kabelbinder ganz easy wieder aufziehen. Nur mal so als Tipp zum Thema Kabelbinder, kann man immer wieder retten die Dinger und da kann man sich die sparen. Sind nämlich auch gar nicht so billig, wenn man die immer wieder kaufen muss. Ne? Und was ich auch noch gefunden habe, Epoxidharz. Siehst du mal, wenn ich hier aufräume, das ist noch gar nicht so lange her, aber ich habe es tatsächlich sogar auch schon wieder vergessen. Epoxidharz. Viele YouTuber sind da gerade dran. Und Epoxidharz, sorry. Und ich habe da auch Bock drauf. Ich habe mir halt mal so eine kleine Packung hier bestellt und das will ich auch mal noch probieren. Okay, ich hoffe, du hast was für die Kommentare. Ich freue mich. Los geht's. Ja, und natürlich ist hier wieder nicht aufgeräumt. Da habe ich ein Rohr verkleidet, ein Abflussrohr. Das machen wir alles zu da hinten. Vorhänge, hier kommen Vorhänge rum. Hier wird dann so ein Vorhang komplett zugezogen, ist das hier komplett ab. Und das. Und die ganze Couch ist beweglich, die ist fahrbar, die ist hier komplett auf Rollen drauf. Da
mit Verschieben, eine Greenscreen für YouTube. Ach, einen ganzen Haufen Zeug. Leute, bleibt hart am Gas, wir sehen uns.